Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Torchlight 2 mit Asreiter. Hallo, seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ja. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, haben die erste Quest gemacht und jetzt geht's weiter. Da ist ein Angelloch, kann ich da angeln gehen? Ja. Ach, da kannst du Fische fangen. Und das geht? Ja, wenn der... Oh, tatsächlich, macht er. Ich hab sogar einen Fisch. Netzfisch. Und du musst, wenn der Kreis nichts gefangen, in der Mitte super, ist, wenn der Kreis in der Mitte ist, dann musst du rausziehen. Also wenn das sozusagen so nah ist. Ah, ich hab einen. Ich auch. Ein Tunnelhai, super, cool. Hab ich auch. Braucht dich auch. Gut, okay, jetzt haben wir schon mal Fischfutter. Die sind gar nicht so verkehrt. Wieso, kann man die essen? Oder? Nee, du kannst aber deinen Begleiter damit in irgendwas verwandeln. Für 5 Minuten okay, zum Beispiel. Ein Kampfmaul habe ich auch noch gefangen. Ja, weiter geht's, oder wie sehe ich das? Ich dachte, wir machen jetzt ein Let's Play Angelsimulator. Aha, gut, okay. Hier oben ist das nächste Angelloch. Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. So, jetzt können wir es auswählen, du auch? Ja, dann weiter, dann redet er wieder. Okay. Kommandeurin Wei glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Okay. Mhm. Aber ich würde auch sagen, am besten nächstes Mal dann kurz den Text zeigen, weil das dauert, glaube ich, sonst zu lange, sonst war hier. Ja, aber ich muss ja jetzt erstmal noch überlegen, was ich nehme. Aber ich habe den Hammer genommen. Ich habe die Pistole genommen. Ich bin halt Ingenieur, ne? Ja. Gut, wo geht's jetzt weiter? Gute Frage. Weiter geht's auf der Karte, siehst du ja hier unten. Ja, wo? Auf der Karte sehe ich das. Oben rechts, ja. Ja, die Karte sehe ich, aber ich sehe, ach so, zum Blinken hier vorne oder was? Ah, da hinten geht's auch runter, interessant. Aber ich finde den Weg da nicht runter, weil da einer steht, alles so, klar. Wie gesagt, wer das jetzt durchlesen möchte, kann Pause machen und sich das durchlesen. Wo muss ich hin? Ich sehe es nicht. Hier unten. Ach, da ist er, okay. Du kannst rauszoomen, genau, dann siehst du mehr. Rauszoomen kann ich? Nee, ich kann nur reinzoomen, ich bin schon raus. Okay, das Ausrufezeichen ist gefragt, ne? Gut, dass ihr es geschafft habt. Hier könnt ihr das lesen. Also, Körperpanzer gibt's. Nochmal Körperpanzer gibt's oder Spalthufsweste. Spalthufweste, so heißt es denn. Das ich kann Belohnung. Kopf. Also, ich kann Helm, Hose oder Handschuhe nehmen. So, jetzt habe ich wieder eine Quest bekommen. Mhm. Was ist das blaue Wegpunktportal? Achso, da haben wir aber noch keinen zweiten für, ne? Das du heißt, wir müssen bestimmt hier lang gehen, ne? Das ist mal das Ziel. Oh, Ladebildschirm. So, jetzt sind wir hier. Sind wir gleich da, ne? Gut, okay. Schöner Baum, ne? Da kann man schon gleich wieder hauen, ne? Ich bin ja Fernkämpfer. Da muss ich dran denken. Ich bin Nahkämpfer. Da brauche ich nicht denken. Ach, schöne blaue Feuer. Hier ist doch irgendwie Felsen. Nix drin. Du läufst nur so weit weg. Hier sind noch ganz viele Gegner.
Ja, ich hoffe, da ich gehe mal schon mal vor, weil das vielleicht nicht das Wichtige ist. Ach, die kriegen auch noch halt weiter. Interessant. Das sind Skelette, die müssen ja nicht unbedingt tot sein. Ich dachte, ein Schlag und die sind tot. Weißt du? Aber dann liegen die auf der Erde und dann muss ich nochmal drauf hauen. Wo bist du denn? Ich töte gerade die ganzen Gegner, die ich hier sehe. Ah, da bist du. Okay. Ich sehe, kommst du auch gar nicht weiter. Ja, kann ja sein, aber ich dachte so, ne? Vielleicht gibt's da was Besonderes für mich. Hier oben geht's weiter, da unten war ich schon. Wo ist oben? Oben rechts. Immer auf die Karte gucken. Immer auf die Karte gucken. Ach, da gibt's noch einen Weg, alles klar. Bist du unten schon gewesen? Ja. Da geht's auch nicht weiter. Geht's hier am Baum lang? Nein. Gut. Okay. Da kommen noch ein paar andere Typen. Da geht's nicht hoch. Okay, alles weg, alles weg. Jetzt runter. Okay. Alle schon tot hier, auch schön. Am Anfang ist es ja noch einfach, wir sind ja... Ach, das bin ich. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels, da muss man das erstmal kennenlernen. Da muss man das erst kennenlernen, genau. Hier geht's alle rein. Tot, alle tot. Geht's hier rechts nicht weiter? Nee. Nee, da ist die Brücke. Genau, da ist nichts mehr, dann gehen wir da hoch. Alles gut, oder? Oh, da ist ein Boss. Sieht zumindest leider noch aus. Okay, es war ein Boss. Ist noch irgendwo einer? Ein geheimnisvoller Ring. Ich weiß gar nicht, was ich aufgenommen habe. Ich dachte, wir kämpfen jetzt erstmal weiter. Kümmern wir uns immer in einer Pause drum. Geht es hier irgendwie hoch, weil da ist ein Felsen. Ich komme aber nicht hin. Da müssen wir einen anderen Weg. Muss man außen rum. Okay, hier oben sind auch noch ein paar. Okay, dann waren es. Oh, was ist das? Oh, ein Geist. Ganz viele. Krieg ich irgendwie nicht hin. Ich sehe aber nichts. Glaub kaputt. Also Loot ist da nur für einen, oder was? Was war das? Mannerschwein? Monströser. Das ist die Gegner hier perfekt. Oh, passiert schon mal, ne? Ups, der Mann hat. Der ist runtergefallen, da muss man unten rum, um die kaputt zu machen. Okay, gehen wir mal gerade hin, oder? Ich nicht, bin schon. Schon tot. Ah, hier ist der Felsen. Ist nichts drin, außer Spinnen. Nix. Da liegt ganz viel. Kannst du das aufheben oder kann ich das? Nee, nee, jeder kriegt seinen eigenen Loot. Jeder kriegt seinen eigenen Loot, alles klar. Hier ist nichts mehr. Gut, wo geht's weiter? Dann auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Ja. Keiner krabbelt weiter. Oh, da oben ist ein... Wie sieht's so aus? Oh, genau, oh, oh, oh. Was ist das eigentlich gewesen? Erstmal gucken, was ich jetzt hier so hab. 18, na, das ist nicht besser. Ach, das mache ich irgendwann, aber jetzt nicht. Hier lang war, oder? Da oben ist ein Ausruhungsheim, müssen wir da hin? Ah, da ist er. Ich brauche eure Hilfe. Die brauchen unsere Hilfe. Wer es lesen will, kann es lesen. Genau. Nehmen wir an, oder? Ja, das steht ja hier vor der Gruft. Ihr das heißt, wir müssen rein in die Gruft. Bekommen. Müssen wir dann da rein, ne? So, wollen wir erstmal unten weiter, oder? Obwohl, dann müssen wir nachher wieder zurücklaufen. Also würde ich sagen, gehen erstmal in die Gruft. Ja, okay. Aber die nehmen wir gerade noch mit, okay? Aber jetzt nicht. Gut. Oh. Was passiert? Ein Gegner? Ja, und der Gegner, glaube ich. Ah, der sieht ein bisschen besser aus, ne? Der macht gerade meine Kugel leer, der Doofmann.
Okay, das lass uns zurückgehen. Schafft man das nie. Oh, ich bin Level Up. Da war ja eben was. Also ich muss mal gerade einen Heiltrank nehmen. Obwohl, nee. Wie nehme ich den denn? Mit Z. Z? Ja. Hä? Ne, mit Linksklick. Also Rechtsklick. Achso, du kannst aber auch Z drücken und dann nimmt er automatisch den. Hab ich gemacht, da passierte nichts. Egal. Da musst du vielleicht bei dir Y drücken, vielleicht stellt er dann das. Ja, könnte sein, dass die Tastatur nicht richtig steht. Jetzt gehen wir erst in die Gruft, oder? Ja. Falsch hier, ne? Da oben, oder? Schon erledigt oder was? Ne, das Fragezeichen ist noch nicht grün. Das muss dann gelb sein, glaube ich. Gut, dann gehen wir da mal rein. Oh ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal gespielt habe, da war... Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Warum? Ja, die Gegner sind hier nicht mehr so... Easy? Easy peasy. Weil die... Der erste hat einen Genuss gekriegt und war gut. Weil die auch relativ in Mengen vorkommen. Okay. Das war eine Baumaxt. Und hier sind ein paar mehr. Ich glaube, die sind noch ein paar Level höher schon. Als die draußen. Das sind die falsch, oder was? Nee, falsch nicht, aber... Ein Schlag, ein Treffer, oder wie war das? Lass uns erstmal hier lang. Oder gehst du lang? Hier oben ist eine Kiste. Oh, hier sind so viele Sachen. Und hier war schon einer, sind schon alle tot. Ich würde aus dem Kreis da rauslaufen. Was für ein Kreis? Das war gerade hier so ein Giftkreis. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und dann rechts oben. Da weitergehen, okay. Ja, aber ich glaube, eine Kammer oder sowas. Ja, die leuchtet so komisch. Und dann habe ich so komische hinter mir. Ja, deswegen. Aber sind schon weg. Die Truhe wird von den Geistern beschützt, glaube ich. Deswegen leuchtet die, meinst du? Ja. Ich habe jetzt schon 15 Heiltränke, also da gibt's wohl genug von, ne? Später nicht mehr, da musst du welche kaufen. Okay. Aber das ist nicht so tragisch. Alles klar, gehen wir weiter runter. Ne? Oh, oh. Ich weiß nicht, ob du da wirklich so reinlaufen willst. Ich würde dann lieber einfach auslaufen jetzt. Mit deinem Leben. Na? Das ist ein relativ starker. Okay, jetzt mal dran. Der geht gar nicht kaputt, doch. Das war ein Champion, heißen die dann. Echt? War ein Champion? Ja, die heißen so. Oh, was war das? Oh. Ich hab mal ein großes Feuer gemacht. Das musstest du öfters machen, glaube ich. Oh, ich habe hier gleich unten meine Fähigkeit aufgeladen. Da oben ist noch einer. So, ich muss mal gerade aufsammeln hier. Oben Aufstieg habe ich auch gehabt. Geworden. Und was bringt mir das jetzt, meine Fähigkeit als Wolf? Ich schieße hier schneller, glaube ich. Wenn die Fähigkeit da voll ist. Okay. Das ist ein ganz langer Level, oder wie sehe ich das? Ja, das ist halt eine riesige Gruft, ne? Ja. Kommt da noch ein Tipp, da habe ich auch keine Zeit für zu lesen. Oh, da Hans noch mal überlebt. Da ist noch irgendwas Leuchtendes, aber das ist nichts Besonderes, ne? Ja. Wo müssen wir hin? Hier Treppe hoch. Wie lang? Sieht gut aus. Ah, da ist noch einer, der eine Runde zu möchte. Das ist ein toller Kreis, irgendwie dreht er sich, ne? Ja, das ist von mir. Ach so. Dadurch werden die schwächer und langsamer, glaube ich. Die Tür geht nicht weit. Mhm. Also nach links. Jo. Ich habe das Gefühl, hier kommt hier irgendwas Großes. Wie das schon aussieht.
meinst du? Diese kleinen waren jetzt nicht so entscheidend. Irgendwie doch nicht so groß. Okay, alles gut hier. Hab ich noch was vergessen aufzuheben? Da unten in der Mitte wäre es vielleicht was Großes oder was. Na, dann gucken wir mal hier. Hier ist ein Säureegel. Da geht's in tiefer an der Etage. Hab ich schon bei Diablo 2 mal keine Lust zu gehabt, noch Etagen runterzugehen. Weil wir sind da schon gut zugange, ne? Ja, aber egal, wir müssen jetzt hier. Ich glaube, hier kommt doch direkt der Boss gleich. Wollen wir hoffen. Mal ein bisschen Leben machen. Dann. Treppe nach oben, alles klar. Dann gehen wir mal diese Treppe runter. Ja, das hier ist, glaube ich, gleich der Boss. Irgendwo musst du aufpassen, das ist ein Fisch. Ich weiß nicht, was das macht, aber es explodiert, wenn es gut wird. Ich hab nicht genug Mana. Ich muss gerade hier so 10 oder. Da ist auch was Größeres bei mir, ein großes Schwert. Ja, ich hab auch schon ein paar Viecher. Was ist denn gerade ein Boss? Was hab ich? Das ist ein Champion. Ja, ja, denke ich mal, ne? Den mach ich aber gerade kaputt, glaube ich. Oh, ich treffe schon dabei. 210 Rupen habe ich gekriegt. So, war es das schon oder was machen wir noch? Es geht jetzt hier noch weiter. Ich weiß nicht, wie weit, aber. Ja, ich glaube, ich habe riesen Taschen mit. Oh, meines wäre immer fort. So. Jetzt habe ich falsch gemacht. Hey, geh mal. Oh, das ist gerade. Das ist der Boss. Vor dem will ich auch. Der macht aber wieder mehr Schaden. Das ist dann der Boss, der Griff. Und tot. Okay. Schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Sowas. Ja, das geht am Anfang noch relativ schnell. Fest abgeschlossen. Ich glaube, dann sollten wir auch gucken, dass wir runterkommen, oder? Ich soll jetzt mal, glaube ich, auch. Vielleicht gibt es hier oben noch ein besonderes. Noch irgendwas Rotes. Ach, da ist noch ein Gegner. Das ist ein Portal nach Hause. Also nach oben, glaube ich. Ja, da ist auch noch einer. Oder kommen da welche raus? Nein. Nein. Portal zur Oberfläche steht da drüber. Ja, so, jetzt muss ich auch mal gucken, weil. Mein Inventar ist voll. Super. Okay, Tipp weg. Inventar I. Und was gibt's da so schöne Sachen? Super, ne? Mein Begleiter fülle ich wie? Weiß ich auch nicht mehr. Der hat ja nix, der Himmelhund. Ja, hast du recht, ne? Du klickst auf das Begleitersymbol, oder? Links habe ich drauf geklickt, ja. Ich pack grad was um. Keine Ahnung, was ich da gerade alles umpacke, aber. Aufräumen tue ich dann mal zwischendurch. Genau, das machen wir dann. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erst, oder? Das ist für die Zuschauer auch nicht allzu interessant. Genau. Ich habe es jetzt nur, damit ich die Sachen mitgenommen habe. Gehen wir hoch, oder was? Ja, denke ich. Das war's wohl, ne, oder? Dann nehmen wir das Portal, ne? Auf. Und davon. Und die Quest können wir direkt abgeben. Können wir noch abgeben, genau. Danke sehr.
Bitteschön, gern geschehen. 102 Schaden pro Sekunde, ist ja auch cool. Holzvorschlaghammer des Vampirs. Und? Mein Inventar ist voll. Ach, ich kann mir das nehmen, egal. So, Quest abgeschlossen. Und jetzt? Ich zieh mir gerade noch das an, was ich hier noch finden kann, was... Gut. Kann ich stehen bleiben? Folge. Ich denke mal. Oh, da oben, der hat sich noch bewegt, das Skelett. Okay. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir uns ausloggen. Ich glaube, dann sind wir wieder am Anfang, in der Stadt. Na, dann haben wir Pech gehabt, dann müssen wir ja wieder herlaufen, ist auch egal, oder? Jo. Okay. Von hier weiter. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.